So, zweiter Teil. Jetzt war das Prinzip erklärt, das kann man jetzt mit größeren Zahlen machen und so weiter. Aber wir wollen ja auch ein bisschen üben und jetzt haben sich einige Schüler gedacht, na und, das können wir ja auch. Und jetzt werden wir mal sehen, die werden uns das erklären auf ihre Art. Und ich nehme mal folgendes Beispiel. 4, 5, 6, 7 hatte ich gesagt, ne? Mal 8, 9. Mach hier einen Strich drunter, mach eine Pause und jetzt kommt gleich ein Schüler und wird uns das auf seine Art erklären. Also 8 mal 7 sind 56. Ich schreibe die 6, übertrage die 5. 8 mal 6 sind 48, plus 5 sind 53. Ich schreibe die 3, übertrage die 5. 8 mal 5 sind 40, plus 5 sind 45. Ich schreibe die 5. Übertrage die 4. 8 mal 4 sind 32, plus 4 sind 36. Ich schreibe die 36. 9 mal 7 sind 63. Ich schreibe die 3, übertrage die 6. 9 mal 6 sind 54, plus 6 sind 60. Ich schreibe die 0, übertrage die 6. 9 mal 5 sind 45, plus 6 sind 51. Ich schreibe die 1, übertrage die 5. 9 mal 4 sind 36, plus 5 sind 41. Ich schreibe die 41. Drei plus 0 sind 3, ich schreibe die 3. 6 plus 0 sind 6, ich schreibe die 6. 3 plus 1 sind 4, ich schreibe die 4. 5 plus 1 sind 6, ich schreibe die 6. 6 plus 4 sind 10, ich schreibe die 0, übertrage die 1. 3 plus 0 plus 1 sind 4. Ich glaube, das war eine Leistung. So, für alle die uns zuschauen, und es schaut mittlerweile immer wieder die ganze Welt zu, aus den entlegensten Winkeln der Erde, das hat ein Schüler selber gemacht. Man hat es ja gehört. Es wollen gerne noch andere Schüler auch ihr Können unter Beweis stellen. Aber ich denke mal, er war der Erste aus der Klasse und überhaupt, er hat es wirklich alles richtig und fein gemacht. Und ich glaube, die Leistung müssen wir belohnen mit einem kräftigen. Genau so ist es. So, es werden jetzt noch weitere Minuten immer wieder mit den gleichen Aufgaben kommen. Also deswegen, wem es dann zu viel ist, einfach so zum Üben nehmen. Wir nehmen uns die Aufgabe. Sobald die dasteht, drückt ihr zu Hause Stopp, rechnet sie selber und dann könnt ihr vorspulen und gucken, ob das Ergebnis stimmt. So, ich mache jetzt mal Pause. Jetzt kommt der nächste Schüler und übt sich ein und dann geht das weiter. Da hier mal 1 ist, kann ich die Zahl gleich abschreiben. Mal 4 sind 12. Schreibe die 2, merke die 1. 3 mal 3 sind 9. Plus 1 sind 10. 3 mal 2 sind 6, plus 1 sind 7. 3 mal 7 sind 21. Gefällt dir selber nicht, ne? Und jetzt sagst du, weil es dir nicht gefällt, streich's nochmal schnell weg und schreib's nochmal sauber hin. Mach mal weiter, ist ja kein Problem. Ist ja keine Blamage. Moment.
Darf ich? Kannst du ruhig trauen. Nee, glaube ich. Nee? Mhm. Na gut, dann mache ich die Aufgabe mal schnell zu Ende. Ja, das ist so beim ersten Mal. Da sind wir aber nicht böse. Also, es ging darum, so zu rechnen. 3 mal 4 ist 12 und 1 gemerkt. 3 mal 3 ist 9 und 1 ist 10. Und dann hat er sich schon geärgert, dass er die 1 nicht überschrieben hat. Ne? 3 mal 2 ist 6 und von der 10, diese 1 gemerkt, sind 7. Drüber schreiben. 3 mal 7 ist 21. Wir haben keinen Übertrag, also können wir 21 hinschreiben. 8 mal 4, 32. 8 mal 3, 24. Plus 3 ist 27. 8 mal 2 ist 16. Plus 2 ist 18. 8 mal 7 ist 56. Plus 1 ist 57. Strich drunter, jetzt wird das alles hier zusammengezählt. 2 plus nichts weiter, bleibt 2. 7 plus 2 ist 9, kein Übertrag. 8 plus 4 ist 12. Ein Übertrag kann man auch hier mit ran schreiben. Ich schreibe allerdings da nicht so gerne hin, sondern ich schreibe gerne hier hin. Ist eine Angewohnheitsfrage, aber nicht hier oben rein. So, jetzt habe ich hier eine Pause gemacht. Ich habe nämlich 8 mal 4 ist 12, plus ist 14. Jetzt kann ich das dadurch nicht vergessen und kann sagen, 1 plus 7 ist 8, plus 7 ist 15, plus 3 ist 8, 10. 1 plus 5 ist 6, plus 1 ist 7 und 2 ist 9. Und 7 plus 2 ist 9. Und jetzt müssten wir fertig sein. Wie kann man überprüfen, ob das richtig ist? Indem man mal einen Überschlag macht. Man sagt einfach hierzu, hier, ich highlighte das mal lila, dieses hier. Das mache ich jetzt als Überschlag, in der Farbe auch. Und sage, das sind rund 7.000 hier. 7.000 und hier runde ich ab. Oder ich könnte auch aufrunden, aber reicht doch. Ich brauche ja bloß die Größenordnung. Ich sage wieder mal 100. 7 mal 1 ist 7 und jetzt muss ich 1, 2, 3, 4, 5 Nullen ranhängen. 1, 2, 3, 4, 5 Nullen. Das ist mein Überschlag hier. So, und jetzt gucke ich mal und sage, das müsste also 700.000 oder in der Richtung sein. Und wir sehen, ne, das liegt in der ähnlichen Größenordnung. Ich mache mal den nächsten Überschlag in Gelb für das hier. Ob das richtig war? Ja, in Gelb, muss ich in Orange, sonst sieht man es nicht. Also, Überschlag hierfür. Hier sagen wir mal ganz einfach 4.600. Je genauer der Überschlag ist, aber der soll nur sich leicht rechnen lassen. Je genauer der Überschlag ist, umso leichter wird es. Und hier sage ich einfach mal 100, ne, zu 89. Und jetzt kann ich sagen, 4, 6, also 46 mal 1 ist 46 und hänge 1, 2, 3, 4 Nullen dran. An die 46, 1, 2, 3, 4 Nullen. Nämlich diese Nullen hier, die hänge ich daran. Und wir gucken uns das an, das Ergebnis, um die 460.000. Ich habe hier kräftig aufgerundet. Ich habe hier aus der 89 gleich nur 100 gemacht, deswegen sind es hier nur 406.000 in der Wirklichkeit. Okay, so, der nächste Schüler wartet schon drauf. Ich werde mal schnell eine Aufgabe hinschreiben in Schwarz, wieder machen wir weiter. Eine Übungsaufgabe und wir werden dann wie gewohnt weiter üben. 7, 9, 4, 0 mal 3, 8, 5. Das ist die Aufgabe. Ihr drückt zu Hause jetzt Stopp, schreibt die Aufgabe ab und wir werden sie dann gerechnet wiedersehen und dann werden wir sehen, was draus geworden ist. So, Moment, Pause. So, 3 mal 0 sind 0. Schreibe die 0. 3 mal 4 sind 12. Schreibe die 2 und übertrage die 1. 3 mal 9 sind 27 plus 1 sind 28. Übertrage die 2. 3 mal 7 sind 21 plus 2 sind 23. Schreibe die 2. So, 8 mal 0 sind 0. 8 mal 4 sind 32. Schreibe die 2, übertrage die 3. 8 mal 9 sind 72 plus 3 sind 75. Schreibe die 5, übertrage die 7.
8 mal 7 sind 56 plus 7 sind 63. So, 5 mal 0 sind 0. 5 mal 4 sind 20. Schreibe die 0. Schreibe die 2. 5 mal 9 sind 45. Plus 2 sind 47. Schreibe die 4. 5 mal 7 sind 35. Plus 4 sind 39. Null plus gar nichts sind 0. 0 plus gar nichts sind 0. 2 plus 7 plus 0 sind 9. 9 plus 5 plus 2 sind 16. 3 plus 3 plus 8 plus 1 sind 15. Jo. Schreibe die 1. 1 plus 6 plus 3 sind 10. Schreibe die 1. 1 plus 2 sind 3. Was war ein Überschlag von da? Überschlag 8000 mal 400 sind 400 ist gleich 8 mal 4 sind 32 und dann hänge ich 5 Nullen ran. So, ich denke mal, stimmt das mit dem Ergebnis überein? 3 Millionen noch was, ne? Mhm. Ne, passt. Damen und Herren, war das eine Leistung? Ich denke ja. Ah! Ich rechne 3 mal 1 ist gleich 3. 3 mal 0 ist gleich 0. 3 mal 1 ist gleich 3. 3 mal 0 ist gleich 0. 3 mal 1 ist gleich 3. 3 mal 2 ist gleich 6. 0, 0 mal 1 ist gleich 0. 0 mal 0 ist gleich 0. 0 mal 0, 0 mal 1 ist gleich 0. 0 mal 0 ist gleich 0. 0 mal 1 ist gleich 0. 0 mal 2 ist gleich 0. 1 mal 1 ist gleich 1. 1 mal 0 ist gleich 0. 1 mal 1 ist gleich 1. 1 mal 0 ist gleich 0. 1 mal 1 ist gleich 1. 1 mal 3 ist gleich 3. Ich rechne es jetzt aus. 1 plus 0 ist gleich 1. 0 plus 0 ist gleich 0. 1 plus 0 plus 3 ist gleich 4. 0 plus 0 plus 0 ist gleich 0. 1 plus 0 plus 3 ist gleich 4. 3 plus 0 plus 0 ist gleich 3. 0 plus 3 ist gleich 3. 0 plus 6 ist gleich 6.
Es war eine Leistung. Und zwar die Belohnung mit einem kräftigen. Au! Genau. Und, Moment. Ich muss mal noch was dazu sagen. Das war schlau, hier trotzdem Nullen reinzuschreiben, weil man nämlich sonst ganz schnell mal durcheinander kommen kann. Und so konnte er schön immer die Kolumnen, sagt man, also die Reihen nach unten, immer schön zusammenrechnen. Fein gemacht, Dankeschön. Ich rechne zuerst 4 mal 5, sind 20, schreibe die 0 und übertrage die 2. Dann rechne ich 4 mal 6 sind 24 plus die 2 sind 26. Schreibe die 6, übertrage die 2. 4 mal 7 sind 28 plus die 2 sind 30. Schreibe die 0, übertrage die 3. 4 mal 6 sind 24 plus die 3 sind 27. Schreibe die 7, übertrage die 2. Moment, das muss ich etwas wegmachen. Und jetzt brauche ich wegen mal 0 einfach nur die 0 schreiben oder unter jede Zahl dann und dann ich schreibe halt jetzt einfach eine 0 und komme zu 7 mal 5. 7 mal 5 sind 35, schreibe die 5, übertrage die 3. 7 mal 6 sind 42 plus die 3 sind 45. Schreibe die 5, übertrage die 4. 7 mal 6, nee, Quatsch. 7 mal 7 sind 49 plus die 4 sind 53. Schreibe die 3, übertrage die 5. 7 mal 6 sind 42. Plus die 5 sind 47. Schreibe die 7, übertrage die 4, mache einen Strich drunter und rechne alles zusammen. 5 plus nichts sind 5. Moment bitte. Das haben wir extra so abgesprochen. Ich habe gesagt, mach mal hier richtig Kuddelmuddel. Denn was passiert jetzt hier? Jetzt kann man keine der Zahlen mehr zuordnen. Das war richtig böse Absicht. Das haben wir nämlich absichtlich gemacht. Normalerweise muss man nämlich alle Zahlen gleich groß schreiben und schön darauf achten, dass die untereinander stehen. Wir wollten nämlich mal zeigen, wie man es nicht machen darf, sonst kommt man hier durcheinander. So, kleinen Moment bitte. Das hat voll geklappt. Ich habe extra gesagt, schmier mal alles ineinander und hier an der Stelle, hier ist natürlich dann Blödsinn entstanden. Da muss man natürlich dann höllisch aufpassen und addieren kann man schon gar nicht. Und wenn man die Zahlen zu eng schreibt, dann sieht man nämlich nicht mehr, wie die aussehen und dass da eigentlich ein Übertrag noch gestanden hat. Also, an der Stelle nochmal. Wir schreiben hier drunter, man kann sich auch Hilfslinien machen, eine 0. Was ich beim vorigen Schüler gemerkt habe, das war super, der hat gesagt, na und schön genau drunter schreibe ich lauter Nullen. Wie viel muss ich schreiben? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jetzt sind die alle schön untereinander, sieht man. Ne? Und jetzt kann ich hier ruhig nochmal eine Hilfslinie machen, wenn ich mich nicht an die Kästchen halten kann oder wenn ich keine Kästchen habe. Also 7 mal 5 sind 35, die kleine 3. 7 mal 6 sind 42 plus 3 ist 45. 7 mal 7 ist 49 plus 4 ist 53. 7 mal 6 ist 42 plus 5 ist 47. Ich habe zwar ja auch geschmiert, aber ich konnte mich dadurch, dass ich die Zahlen immer nicht so enge aneinander geklatscht habe, sondern immer schön die Abstände gehalten habe, konnte ich die schön unter die anderen schreiben. Und jetzt kann man addieren und dann werden wir mal sehen, was dabei rauskommt. 5, nochmal 5, 3 plus 0 ist 3, 7 plus 6 ist 13, 1 plus 4
ist 5 plus 0, bleibt 5. Und jetzt kommt hier die 7 und die 2 noch davor. Jetzt machen wir mal einen Überschlag, weil das ja zweifelhaft ist, ob das stimmt. Der günstigste Überschlag ist, wir machen hier einfach 7.000 draus und hier machen wir 400 draus. Das heißt also, 4 mal 7 ist 28, 1, 2, 3, 4, 5 Nullen. 1, 2, 3, 4, 5 Nullen dahinter. Mit anderen Worten, das muss was mit 2.800.000 sein. Oh ja, wenn ich hier die Tausender drin stelle, 2.753.355, das passt. So, also, wir sind ja dazu da, dass wir auch aus Fehlern lernen. Ich hoffe, ihr zu Hause habt das sauberer gemacht als wir. Das ist für einen Schüler hier gar nicht so leicht. Mal sehen, Pause und nächste Aufgabe zum Üben. Und ihr zu Hause drückt, sobald die Aufgabe steht, Pause. Und zwar die Aufgabe heißt 4-0, 4-0, 4-0, 4 mal 4-0-4. Die sieht so einfach aus, aber hier ist es ganz wichtig, sauber zu arbeiten. So, zu Hause Aufgabe abschreiben, Pause-Taste drücken, wir rechnen. Also, ich rechne 4 mal 4 sind 16, schreibe die 6, merke mir ein, 4, also 0, 4 mal 0 sind 0, 0 plus 1 sind 1, schreibe die 1, 4 mal 4 sind 16, schreibe die 6, merke mir die 1. Mal 0 sind 0, 0 plus 1 sind 1, schreibe die 1. 4 mal 4 sind 16, schreibe die 6, merke die 1. 4 mal 0 sind 0, 0 plus 1 sind 1, schreibe die 1. 4 mal 4 sind 16, schreibe die 16. 0 mal 4 sind 0. 0 mal 0 sind 0. 0 mal 4 sind 0. 0 mal 0 sind 0. 0 mal 4 sind auch 0. 0 mal 4 sind 0. Moment, wie viele Nullen musst du hinschreiben? Ach so. 7. Ah. Oh. Verdammt. Vier mal vier sind 16, schreibe die 6, merke mir 1. Entschuldigung, kann man nicht jetzt die obere Zahlenfolge abschreiben? Ja. Dann schreibe ich mir halt hier oben die Zahlen ab. Und dann rechne ich alles zusammen. 6, 1, 12, 7. 7. Merkst du was? Das wird spannend, ne? Mhm.
war was nicht abgesprochen. Jetzt ist es schief gelaufen. Mhm. Schade, das kann passieren. Machen wir mal kurz Pause. Ich mache mal schnell nur das Ergebnis. Ja? Moment. Ich hatte die Aufgabe extra so gewählt, weil man die ganz schnell unterschätzt. Hier, wenn man hier nicht sauber schreibt, geht's nicht. Achtung, wir hatten ja gesagt, wir können mit Übertrag und so weiter arbeiten. Nehmen wir mal, 4 mal 4 ist 16, könnte ich jetzt schreiben. Ne, die kleine 1. Ich schreibe aber keine kleine 1, sondern ich sage, warte mal, wenn hier immer 4, 0, 4, 0, 4, 0 ist, dann heißt es ja, 4 mal 4 ist 16 und diese übertragene 1 kann ich gleich richtig hinschreiben. Logisch? Ne? 4 mal 4 ist 16, ich würde es klein hingeschrieben haben, muss ich aber nicht, denn 4 mal 0 ist 0, also kann ich eine 16 hinschreiben. Diese 1 entsteht von 4 mal 0 ist 0. Jetzt kommt wieder 4 mal 4 ist 16 mit der nächsten 0 wieder hinschreiben. Jetzt bin ich bis hierher gekommen. 4 mal 4 ist 16, kann ich wieder hinschreiben. 4 mal 4 ist 16. Und das Schicke ist, jetzt, wenn ich genau aufpasse, hier wechseln sich 4 und 0 ab, kann ich hier kontrollieren. 1, 6, 1, 1, 1, 1, 1. Jawohl, Reihenfolge stimmt. Jetzt hier die Nullen hinschreiben. Nullen, wenn man sich nicht sicher ist, ob man richtig geschrieben hat. Also gucken wir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nullen. 1 habe ich. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wenn ich schön drunter bleibe, habe ich jetzt die Möglichkeit. Und jetzt sage ich, warum soll ich nochmal rechnen? Ich schreibe die ganze Sache nochmal ab. Und zwar 6, 1, 6, 1, 6, 1. Also 6, 1, 6, 1, 6, 1. Wie viel? Wie viele 16 sind das? Jetzt habe ich 3, hier habe ich 1, 2, 3, 4. Noch eine 16. Und jetzt kann ich addieren. Und dann geht es auch leichter. So, einen schönen Tag, meine Lieben. Schönes Üben zu Hause.